Herzlich willkommen zur akademischen Mittagspause. Heute Professor Dr. Andrea Jördens vom Institut für Papyrologie. Die Sechs-Zeugen-Urkunde. Diese Veranstaltung, die wir hier jetzt dieses Semester erleben, ist ganz wunderbar. Und auch die Resonanz zeigt an, dass das eben der Fall ist. Und für mich als Papyrologin sowieso, denn Schrift ist immer im Zentrum meiner Interessen gewesen und auch des Faches. Allerdings selbst für mich nur die griechische und lateinische. Das ist das Wesentliche dieses Faches. Es hat nichts nur mit Papyri zu tun, wie der Name annehmen lassen könnte. Und genau das möchte ich Ihnen auch heute zeigen. Denn es geht um die Alltagsschriftlichkeit in der Antike allgemein. Und 20 Minuten dafür sind sehr wenig, das ist ganz klar. Auch wegen des Sprechtempos, das in einer Kirche langsamer sein sollte als üblich. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Aber es gibt mir eben die Gelegenheit zur Eigenwerbung, denn ich mache häufiger eine Vorlesung über Schrift und Buch von den Anfängen bis zur Spätantike und die findet auch gerade dieses Semester wieder statt. Wer also sich von Ihnen dafür interessiert und sehr viel mehr hören will, der ist herzlich eingeladen, freitags morgens von 9 bis 11 in Hörsaal 01. Auch mit Kollegen, die dort über die alten Schriften, von denen ich nicht viel verstehe, berichten können. Hier dagegen wird es mir nur um einen Spezialfall gehen, den Versuch genauer der Problemlösung, bestimmter Problemlösungen in verschiedenen Schriften und Kulturen. Es ist wohl der einzige juristische Vortrag in diesem Semester. Konkreter wird es mir gehen um die verschiedenen Formen der Beurkundung. Wir hatten letzte Woche gesehen, dass der Beginn der Schriftlichkeit mit der Verwaltung verbunden ist, nicht mit den schönen Dingen, wie man es vielleicht gerne hätte. Ein weiteres Bedürfnis, das schon früh entstand, war die Niederlegung zwischenmenschlicher Vereinbarungen. Also besonders solcher, die auf Dauer gestellt sind, also Verträge vor allem. Das gilt für Staaten, aber auch innerhalb von Privaten. Dort sind es meistens bestimmte Bereiche, in denen das nötig ist, also die Ehe, Erbfragen, Käufe, nicht Alltagsgegenstände, also wenn Sie einen Kaffee kaufen, dann kriegen Sie einen Bon heute, aber Sie schließen keinen richtigen Vertrag. Schon früh aber gab es Verträge über bestimmte Dinge, über Häuser, über die Käufe von Sklaven oder Feldern. Die Frage ist immer das Problem der Sicherung solcher Vereinbarungen. Heute, das ist uns ganz vertraut, gibt es Archive, gibt es Notare, das gab es auch schon in der Antike. Es gibt Registrierungen, aber wie verhält es sich in primitiven Gesellschaften, die keinen ausgebildeten Staatsapparat haben? Und dafür wurde im gesamten Vorderen Orient als Privaturkunde die sogenannte Sechs-Zeugen-Urkunde entwickelt. Die hat noch zwei andere Namen, auf die Sie treffen können, also Sechs-Zeugen-Doppelurkunde. Warum sie doppelt ist, da ist der Text dann doppelt, das werde ich Ihnen vorführen. Oder Sechs-Zeugen-Hüterurkunde, das bestimmt sich danach, dass man die Urkunde nach der Ausfertigung einem Hüter übergibt, auf Griechisch einem Syngraphophylax, der auch aufgeführt ist im Vertragstext. Diese Praktiken sollten vor allem die Doppelung des Textes vor allem dazu dienen, Sicherheit vor Verfälschungen zu gewährleisten. Es gibt also einen zweifachen Mechanismus. Sie haben einerseits Zeugen, die das beurkunden können und andere, die beim Vertragsschluss schon anwesend sind, auch im Vertragstext aufgeführt werden, es siegeln im Anschluss und dann haben Sie diese schriftliche Niederlegung in doppelter Ausführung mit identischem Text. Und das finden wir schon in der ältesten griechischen Urkunde auf ägyptischem Boden.
die in Elefantine gefunden wurde. Dort gab es 1906 Grabungen, deutsche Grabungen von Otto Robinson. Und die Insel Elefantine, die ist heute an der Südgrenze Ägyptens gegenüber von Aswan. Sie sehen hier auch, warum die Elefantine heißt. Das sind diese Steinformationen. Hier ist das Ausgrabungsgelände heute sehr viel weiter ausgegraben. Aber die Berühmtheit dieser Insel aus archäologischer Sicht oder philologischer Sicht liegt vor allem daran, dass wir hier eine Reihe auch aramäische Dokumente finden konnten, die von der dortigen jüdischen Garnison stammen, die dort unter den Persern stationiert waren. Die frühesten griechischen Quellen wurden in einem Tonkrug gefunden. Wie Sie hier sehen, gibt es auch eine Beschreibung. Man hat also in diesem Tonkrug, den man dann geöffnet hat, eine Reihe von Texten gefunden, Urkunden, die eingewickelt waren in diese Trinksprüche, die heute in Berlin liegen, aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, also noch kurz nach der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen. Ursprünglich waren die, wie dort beschrieben ist, eben gerollt gefunden worden, in diesen Trinksprüchen drin. Und Sie sehen hier auch, wie die Siegelungen erfolgten, also gerollt, dann verbunden, dann ein Tonknochen draufgedrückt und die Siegel aufgebracht. Hier sehen Sie diese älteste Urkunde, die wir überhaupt haben, ein Heiratsvertrag, eben in dieser zweifachen Form mit identischem Text. Der zweite Text zeigt, wie Rubensohn schreibt mehrfach eine stilistische Überarbeitung des A-Textes, also des ersten Textes. Das ist der älteste bekannte Heiratsvertrag, den wir haben in griechischer Sprache aus dem Jahr 310 vor Christus zwischen Herakleides aus Temnos und Demetria von der Insel Kos. Und die Zeugen, das ist auch interessant, es müssen 6 sein, wie der Name sagt, 6 Zeugenurkunde, stammen ebenfalls aus Temnos, einer aus Kos, einer aus Gela, das ist auf Sizilien, und einer aus Kyrene. Also ein ganz internationales Ensemble, das sich da in Elefantine zur Beurkundung dieser Heirat getroffen hat. Erkennbar, dass es eine Heirat ist, wird eine Eheurkunde, wird es vor allem dadurch, dass wir, das können Sie auf einen Blick erkennen, dieses merkwürdige Zeichen dort oben haben, was ich herausgezogen habe, das mehrfach auftaucht, das ist der Betrag der Mitgift, der in die Ehe gegeben wurde, von 1000 Drachmen, mit dem typischen Drachmenzeichen, hier ganz am Anfang, wie wir es auch aus Athen etwa kennen. Das Prinzip konnte Otto Robinson auch bereits daran darlegen, das ist auch in diesem frühen Band von ihm zu finden. Man hat also den Text zweimal auf ein Blatt geschrieben, dann das Blatt hier eingeschrieben, den oberen Teil zusammengerollt und versiegelt, gebunden und versiegelt, und dann auch das untere dazu eingerollt, aber es offen sichtbar gehalten, sodass man die Möglichkeit hatte, einen Text zu sichern mit den Siegeln, der normalerweise nicht geöffnet wurde, aber damit man sehen konnte, was da drin steht, hat man ihn eben in einer zweiten Form offen zugänglich gehabt. Das heißt, wenn es Fragen gab, konnte man diesen zweiten Text nehmen und das kontrollieren, und wenn dann der Verdacht aufkam, dass da etwas gemauschelt war, konnte man immer noch den ersten aufbrechen. Das ist das Prinzip. Der erste wurde allerdings nur selten aufgebrochen, wahrscheinlich. Das heißt, man hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum alles zweimal? Und die Leute sind bequem, folglich haben sie dann angefangen, beim ersten Text zu schnuren. Das hat dazu geführt, dass der erste in einer späteren Phase, also
Sie hatten gesehen, der Vertrag eben war von 310, jetzt sind wir hier 200 Jahre später. Hier oben, der Innentext, sehr viel kürzer und kursiver ist und der Außentext in diesem Fall sehr viel ausführlicher gehalten. Man hat früher angenommen, das sei einfach die Bequemlichkeit der Schreiber gewesen, aber man sieht inzwischen deutlicher, dass es sich um eine administrative Maßnahme handelt, denn das Ganze scheint parallel zu gehen mit der Entwicklung staatlicher Registrierungsmaßnahmen und der Entwicklung von staatlichen Archiven, wo der Inhalt der Texte registriert war, sodass man nicht mehr unbedingt die Texte privat hinterlegen musste und nur da die Einsehung garantieren können musste. Auf jeden Fall hat diese Entwicklung der Archive dazu geführt, dass dieses Instrument in Ägypten bereits um die Zeitenwende ausgestorben ist. Anders ist es dagegen in den sonstigen Randgebieten der antiken Welt, die eine geringere verwaltungsmäßige Durchdringung erlebt haben. Und die Fundorte von den Texten, die ich Ihnen heute hier vorführe, die habe ich Ihnen also da eingezeichnet. Wir hatten hier unten ganz im Süden Elefantine, beim Perpiosiris, dieses Dorf hier im Fayum, in dieser Flussoase westlich des Nils. Dann die nächste gefunden worden dort in Avroman. Das ist eigentlich das ganze Gebirge im heutigen iranischen Kurdistan an einem Pass von Mesopotamien aus ins iranische Hochland führt. Ein Ort, der bekannt ist vor allem durch eine große Felsinschrift Sargons des Zweiten. Aber dort hat man eben auch Leder aus seleukidischer und parthischer Zeit gefunden, in griechischer und aramäischer Sprache, die von dem Anfang des 1. Jahrhunderts vor Christus bis in das Jahr 33 nach Christus datieren. Und hier sehen Sie eben eines dieser Zeugnisse, wieder ein Kauf eines Weingartens, ebenfalls in zweifacher Ausführung, aber auf Leder geschrieben, und Sie sehen hier noch auch die Löcher, durch die die Bänder gezogen wurden für die Versiegelung. Sie erinnern sich, man hat Bänder über den geschlossenen Innenteil gezogen und dann dort diese Tonplumpen draufgesetzt, in die man die Siegel eindrücken konnte. Und das Ganze kennen wir auch aus Palästina, dieses berühmten Babatapapyri. Das war eine Dame, vom Südende des Toten Meeres stammte und dann im Rahmen des Bar Kochba-Aufstandes den unglückseligen Entschluss fasste, hier in die Höhlen am Westrand zu fliehen, im sogenannten Nahal Heber, wo die gefunden wurden. Und das ist dieses Bündel, in dem sie ihre Urkunden mitgenommen und dort versteckt hat, die dann gefunden wurden, leider neben Skeletten, die wohl auch ihr zuzuordnen sind, denn diese Höhle befand sich unseligerweise genau unterhalb des römischen Lagers. Das war, wäre sie dort geblieben, wo sie zu Hause war, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber sie hat also ihre Dokumente mitgenommen, um sie dort zu sichern. Die stammen also alle aus dem ersten Drittel des 2. Jahrhunderts nach Christus und darunter eben auch wieder Verträge in dieser Form der Doppelurkunde, 6 Säulen Doppelurkunde. Hier sehen Sie die Urkunde noch mit dem oberen Teil der Innenschrift versiegelt. Hier dann die Innenschrift aufgelöst, man hat also dann die Siegelung gelöst und das sichtbar gemacht. Hier der untere Teil nach demselben Prinzip wieder lesbar. Hier oben dann neben die Bänder die Namen der Zeugen geschrieben und die sind eben zum Teil griechisch und zum Teil nabatäisch, weil die Leute eben nabatäisch oder aramäisch unterschrieben haben. Fast
räumlich auf der Mitte zwischen beiden. Also wenn man mal die Orte anschaut, hier auch im Rahmen, dort das Rote Meer, auf der Mitte dazwischen liegt eben Dura Europos. Dort gab es ein römisches Lager von 165 nach Christus bis 256 nach Christus. Das können wir deswegen in dem Fall so genau bestimmen, weil im Jahr 256 dieses Lager erobert worden ist durch die Sassaniden und also aufgegeben wurde. Der Ort ist besonders berühmt wegen dieses Lagers. Dort hat sich einer der berühmtesten Papyri überhaupt gefunden, jedenfalls für Althistoriker, das sogenannte Feriale Duranum, ein Bericht über die verschiedenen Feste, die die Römer gefeiert haben. Aber neben diesen zahlreichen Texten aus dem militärischen Bereich haben sich auch hier verschiedene Verträge erhalten in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Materialien. Die Verträge wieder als sechs Zeugenurkunden. Ich führe nur kurz vor, eine Scheidung. Sie kennen jetzt schon das Prinzip mit den beiden Innen- und Außenschriften, wieder mit diesem Einschnitt hier, der die Rollung des oberen Teils erlaubte und den Löchern durch die Besiegelung, die Bänder für die Siegelung gezogen wurde. Und auf Papyrus ein anderer Vertrag, ein hier wieder ähnlich wie bei den Barata-Papyri außen die Namen quer geschrieben. In diesem Fall sind beide Texte griechisch. Wir werden also annehmen, dass die Differenzen, also hier in dem einen Fall Leder oder Pergament, in dem anderen Papyrus, eher mit der Zeitstellung zusammenhängen als mit dem Inhalt. Die Verbreitung dieses Instruments im gesamten Vorderen Orient ist also unstrittig. Worauf ich nicht eingegangen bin, ist die Faserrichtung. Und zwar ist also die Faserrichtung bei Papyrus haben Sie ja, ist ja das Prinzip, dass Sie am Anfang längs gerichtete Fasern auf der Rückseite haben und dann die Fasern dieser Pflanze quer darüber waagerecht gelegt werden, auf der Vorderseite. Und das Übliche in der Antike ist eben die Querrolle, das heißt, das sehen Sie hier bei so einer schönen attischen Vase, man liest quer. Und diese Faserrichtung eben in den Rollen läuft, also parallel zu der Rolle, wie man sie hält. Bei diesen Urkunden, die ich Ihnen gezeigt habe, ist die Faserrichtung allerdings um 90 Grad gedreht. Wir nennen das Transversa Carta, also das eben, wenn sie normalerweise ein Querformat haben, jetzt eben ein Hochformat genannt wird. Und das ist eine Form, die vor allem in der Spätantike und im Frühmittelalter wieder begegnet. Da haben wir eben dieses Hochformat der Rotuli. Also dieses Querformat wird normalerweise als Volumina bezeichnet. Hier in der Spätantike etablieren sich dann die Rotuli. Das sind sehr lange, eben dann quer zu den Fasern. Also die Fasern laufen hochkant in dem Fall beschriebene Texte. Dessen ich mal hier vollständig quer auch nicht. Was Sie interessieren wird, vielleicht ist dieser Text stammt aus Ägypten, aus dem 6. Jahrhundert. Das ist zeitlich etwas später, aus Ravenna oder Norditalien. Da geht es auch wieder um einen Kauf, in dem Fall bei Rimini. Und ein bekannter für die Mittellateiner unter Ihnen sind natürlich vor allem die süditalienischen Exultet Rotuli. Oder wenn Sie, vielleicht erinnern Sie sich, haben Sie das schon mal gesehen in Köln, die Hochzeitsurkunde von Otto II. Mit Theophanu, das ist auch ein Hochformat in derselben Weise. Ist das jetzt Spätantik? Also wie sind die Verbindungen überhaupt zu sehen? Es gibt andererseits eben doch auch ein paar dieser Hochformate in der Kaiserzeit. Und Sir Eric Turner, der über die Anatomie der Papyrusrolle das immer noch maßgebliche Buch geschrieben hat, hat daher gemeint, dass das Ganze von römischen Diplomen komme, die also eine Weiterentwicklung dieser spätantiken Hochformate, eine Weiterentwicklung der römischen Diplome sei. Ich zeige Ihnen hier die Beispiele der Tücher, die Römer
Römer schreiben, haben nicht so viel Papyrus, die schreiben eher auf Holz. Aber das Prinzip ist das gleiche, dass sie eben, also quer schreiben, also die Tafel quer nehmen. Sie haben mehrere Tafeln untereinander und das Prinzip bei diesen Triptychen ist das gleiche. Sie haben zwei Inschriften, die dann gesiegelt werden. Auch hier, dort sehen Sie eine Aufsicht und dann ist eine Außentafel nochmal dazugefügt, dass Sie den Text einsehen können. Wir haben also im Prinzip das gleiche Prinzip, aber das ist eine ernsthafte Forschungsfrage und damit möchte ich schließen. Wir wissen nicht, ob es eine Kontinuität gegeben hat zwischen den Formaten, die ich Ihnen gezeigt hatte, diesen sechs Zeugenurkunden aus der Frühzeit, die Transversa Carta geschrieben waren, und den gesamten Texten, den wir aus dem Vorderen Orient haben, oder ob die Römer doch maßgeblich beteiligt waren an der Entwicklung dieser spätantiken Formen. Da ist noch einiges zu machen und das ist ein Thema, das also die Papyrologie im Besonderen betrifft. Und wenn ich Ihnen hier auch einen Spezialfall vorgeführt habe, hoffe ich trotzdem, dass Sie einen gewissen Einblick bekommen konnten. Morgen wird dann Frau Ochtenhoff sprechen, da bleiben wir dann sozusagen im römischen Raum, vielleicht, über Antike Graffiti als interaktive Kommunikationsform. Vielen Dank.